Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video über den Fire TV Cube, aber kann man halt eigentlich überall benutzen. Und zwar möchte ich euch nochmal mein VPN vorstellen. Ich habe ja gerade hier zu, wo haben wir da, Ivanzi oder so, ein Video gemacht. Also das habe ich jetzt ein paar Tage getestet. Jetzt möchte ich hier zur Pure VPN nochmal ein Video machen. Das ist hier, da. Das hatte ich ja schon mal vorgestellt. Das ist mein VPN, das habe ich selber bezahlt mit eigenem Geld, also ist meiner. Also wird hier nirgendwo Werbung stehen, das ist auch nicht gesponsert oder irgendwas dergleichen. Ich hatte dazu damals schon ein Video gemacht. Aber da hat sich ganz, ganz viel von der Optik geändert. Und viele haben gefragt, kannst du das nochmal zeigen, funktioniert das bei dir noch und so. Und da möchte ich euch jetzt ein paar Vor- und ein paar Nachteile sagen oder beziehungsweise was jetzt neu dazugekommen ist, was ich noch nicht hinkriege. So, zeige ich euch jetzt erstmal. Gehen wir erstmal in Pure VPN rein. So, ich bin jetzt schon connected mit Hongkong. Wir kommen auch gleich dazu, dass ich euch das alle zeigen kann. Ich will euch das nur zeigen, dass das auch funktioniert, bevor wir da tiefer in die Materie gehen. Ich hatte nämlich gerade noch mal ein bisschen rumgespielt. Da gibt es eine Sache, die kriege ich irgendwie nicht gebacken. Na, Firefox braucht ein bisschen länger. So, hier gehen wir rauf. Das ist, die gleiche Webseite wie im letzten Video. Da können wir uns jetzt angucken, wo wir uns befinden. Und wie unsere IP-Adresse ist. Das Ding ist so genau, deswegen gehe ich da nur mit VPN rauf im Video. Also ich werde jetzt nicht einfach so raufgehen, weil das ist zu genau. So, hier sehen wir auch eine Landkarte. In Chinesisch natürlich. Wir sind in Hongkong, da unten steht auch Hongkong. Der Anbieter und unsere IP-Adresse. Wir werden auch gleich noch einen Speedtest machen. So, da war ich jetzt ein bisschen zu voreilig. Ich muss erstmal nach unten drücken, bevor ich nach links gehe. So, und zwar gehen wir jetzt hier rauf. Und machen erstmal Disconnect. Wir fangen erstmal mit den Settings an und dann zeige ich euch unten alles. Settings ist hier auch knapp, aber gut gehalten. Mein Fire TV Cube ist gerade etwas lahmarschig. So, hier unten haben wir Logout. Da könnten wir uns jetzt abmelden. Wir haben die App-Version und da sind wir jetzt bei 3.2.0. Na, was denn? Ich bin noch gar nicht rausgegangen. Das ist der Cube, der spinnt momentan so ein bisschen rum. Feedback, da können wir Feedback geben. Und Split-Tunnel, den können wir jetzt hier, da kann man dann halt seine IP splitten. Kann man sagen, Programme haben es, manche haben es nicht. Und das Problem ist, das würde ich echt gerne nutzen. Das Problem ist nur, hier soll man praktisch die Programme auswählen, die halt die originale IP haben oder so. Oder habe ich das verkehrt gemacht? Weil ich habe es auch schon andersrum versucht, vor dem letzten Update, dass ich hier die Programme ausgewählt habe, die ich gerne mit VPN nutzen möchte und Programme, die ich nicht mit VPN nutzen möchte. Die habe ich einfach nicht weiß gelassen, weil man kann hier aktivieren oder halt nicht. Und ich hatte halt immer Prime, hatte ich aktiviert und dann hat es funktioniert, dass ich Prime gucken konnte und das werden wir jetzt einfach mal probieren. Ich lasse jetzt einfach mal Prime aus und Firefox lasse ich aus und gehe jetzt hier raus. So, der aktualisiert jetzt gerade.
So, nee, ich bin Ritter und jetzt zeigt er zum Beispiel an, meine echte Adresse. Jetzt müssen wir mal Firefox sagen, dass es da aktiviert sein soll. Können wir da rausgehen? Gehen nochmal in Firefox rein. Müssen wir jetzt warten. Er lädt noch. Ja, das geht nicht. Und ich habe da schon alles probiert. Ich weiß nicht, wo da der Fehler bei mir liegt. Ich habe es mit aktivieren und mit nicht aktivieren versucht. Eigentlich soll es so sein, dass man da die Programme auswählt, wo der VPN nicht gültig sein soll. Ja, also, aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht. So, also ich wähle dann immer hier halt aus. Wir haben dann hier drei Reihen. Und wenn wir dann nach rechts klicken, kommen wir dann halt noch zu mehr. Wir machen mal USA, dass wir uns mit den USA verbinden können. So. Wir sind jetzt mit den USA verbunden, weil ich will auch gleich einen Speedtest machen. So, und dann haben wir hier unten auch populäre Apps, Netflix, US, Netflix, UK und so. Also da habe ich noch gar nichts von getestet. Ich habe einfach immer nur ein Land ausgewählt und das war's eigentlich. Also da kann ich jetzt leider auch überhaupt nichts großartig zu sagen. Ihr seht hier, die haben hier auch so viel Zeug drin. Hier Disney US, Hulu und ach, keine Ahnung. Voodoo, US, Eurosport, UK, da ist so viel Zeug drin. So, und dass es funktioniert hat, werden wir uns jetzt mal angucken. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auch in Washington DC sind. United States, Internetanbieter. Und wenn wir jetzt hier rausgehen. Ach nee, falsch. Hier war nicht. Das war der zweite Wort, glaube ich. Nee, das ist das da. Nee, doch, das ist das da. So, und hier sehen wir dann halt auch Firefox. Und jetzt gehen wir hier einfach mal auf Speedtest. Dann kommen wir automatisch zum Speedtest. Den können wir auch gleich laufen lassen. Ich mache jetzt nur einfach mal das hier hoch. Zack. Dann starten wir mal den Speedtest. Ja, das ist auch halt von Land zu Land teilweise unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. Aber es ist halt nie so wenig, dass es für nichts reicht. Ich habe über den Internet Explorer, also Silk, Firefox nutze ich auf dem Fire TV eigentlich nicht. Ich nutze mal Silk. Über Silk verschiedene Seiten aufgerufen. Ich habe YouTube-Videos geguckt. Über Silk oder jetzt auch über die normale YouTube-App. Ich habe andere Programme benutzt, die mit K anfangen. Ja, wo auch im Logo, in diesem Viereck, ich will es halt nicht so sagen, weil YouTube da immer ein bisschen problematisch ist, wenn es um diese Sache geht. Obwohl das Programm eigentlich ein ganz legales Programm ist. Nur das, was man zusätzlich machen kann, ist teilweise illegal. Und habe da nie Probleme gehabt. Ich habe auf meine Cloud zugegriffen, alles drum und dran, keine Probleme, immer runtergelaufen. So, und da seht ihr den Speedtest, das läuft auch alles wunderbar. Ja, wir können hier jetzt auch nochmal einen anderen aufrufen. Nehmen wir mal hier vorne den Speedport-Test. Speed Report. So, da können wir dann auch sehen. So, Region Vereinigte Staaten von Amerika, Android, ja, und die IP-Adresse. Also wir sind wirklich in den Vereinigten Staaten. Wir können ja auch mal Into the Badlands machen.
So, Episoden. Dann werdet ihr sehen, dass das jetzt nicht starten wird. Oder ganz kurz starten wird. Und dann sagt er, ey, geht nicht, seht ihr? Und jetzt kommt, wir sind nicht in der Region. Der erkennt auch, dass wir mit einem Proxy dran sind. Was nicht funktioniert, was ich euch auch schon sagen kann, was ich auch schon getestet habe. Wenn ihr den Fire TV Cube habt und dann Equipment Control geht und halt, wir sind ja jetzt auf USA. Und mein Equip, es taucht hier immer noch nicht auf der Punkt, dass wir neue Geräte hinzufügen können. Das funktioniert leider immer noch nicht. Ja, wir haben hier Cube Input, Soundbar, TV Input, dann können wir dann halt hier alles weiterhin einstellen und so. Aber wir haben Advanced Settings, ja, dann können wir dann Volume und Power Timing und so was einstellen. Aber wir können keine neue Quelle hinzufügen. Hier bei Notifications sehen wir auch, dass Alexa uns eine Notification gegeben hat. So, dann können wir den auch wieder ausschalten. Ich bin aber auch noch dran am Testen, warum das bei mir nicht funktioniert. Also so mache ich einfach immer nur Connect und dann ist es gut. Ich wähle mir ein Land aus und ich habe eigentlich auch immer das gleiche Land drin. Entweder USA, Schweden oder Russland. Ja, eins von den Ländern nehme ich meistens. Oder Schwitzerland, hier gehen wir einfach drauf und dann haben wir automatisch Connect. So. Aber ich hätte halt gerne noch, dass es, ich kann ja über ein anderes Programm, kann ich ja so machen, damit es immer an ist. Aber ich kann halt hier leider nicht irgendwie mit dem Split-Tunnel so machen, damit dass ein paar Programme ausgewählt werden, wo es geht. Und ein paar, also und die, wo es nicht gehen soll, aktiviert. Ja? Also, dass ich das immer anhabe und dass es nur bei ein paar Programmen greift. Weil ich habe schon alles versucht. Ich habe beim Split-Tunnel, ich habe Programme wo, ausgewählt. Also Firefox zum Beispiel, habe überprüft, die IP ist meine deutsche IP. Habe es ausgeschalten, habe die anderen Programme angelassen. Es wird immer noch Deutschland angezeigt. Das ist halt ein bisschen doof. Also das weiß ich nicht, warum es bei mir nicht so wirklich hinhaut. Aber sonst bin ich mit PureVPN sehr zufrieden. Ich habe damals zugegriffen. Also ich hatte PureVPN schon und meine Zeit war dann kurz vorm Ablaufen. Ich glaube, ich hatte noch 3 Monate oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Und da kam dann eine E-Mail reingeflattert, ey, wenn du jetzt verlängerst, kannst du für den Preis, ich glaube $88 oder so mal bezahlen, ich weiß es gar nicht mehr, ist so viel lange, schon über ein Jahr her, kannst du auf 5 Jahre verlängern. Oh, ich gesagt, oh, für den Preis, da kriegst du normalerweise ein Jahr und 1-2 Monate oder sowas, dann greifst du zu, machst du gleich 5 Jahre und hab mir PureVPN für 5 Jahre gesichert und bin damit auch eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich werde euch auch den Link nochmal drunter packen zu dem Programm, was ich hier gerade eben getestet habe, diese Events. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und früher hatte ich ich habe es auf den anderen Geräten, habe ich es noch drauf, da läuft es aber jetzt demnächst aus, IP Vanish. Ja, also Link findet ihr auch in der Videobeschreibung, ist auch ein sehr gutes Programm. So, das soll es jetzt dazu eigentlich auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, weil viele gefragt haben, ob es jetzt noch funktioniert oder wieder funktioniert, weil viele da ein bisschen Probleme hatten. Ich hatte auf dem Fire TV 3 sehr große Probleme. Auf dem jetzigen, auf dem Cube, läuft wunderbar vom ersten Tag an. Ich habe dann danach mal auf dem Fire TV 3 habe ich mal zurückgesetzt, habe PureVPN wieder neu installiert, also praktisch aus der Cloud mir geholt und seitdem funktioniert es da auch. Also muss irgendwas mit dem Fire TV irgendwas nicht richtig gelaufen sein, damit das nicht richtig funktioniert hat. Aber nach dem Reset hat wieder alles funktioniert. So,
ich würde mich dann hier auch verabschieden. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Video. Haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin.